springen wir direkt zu den upcoming Earnings, gucken wir uns an, was jetzt in der nächsten Woche kommt. Earnings Season geht wieder los, ganz am Anfang wie immer PepsiCo. Wir haben dann Delta und Domino's Pizza am Donnerstag dabei. Oh, PepsiCo tatsächlich auch heute, das wird nochmal interessant. Wir haben JP Morgan und die anderen Finanzhäuser, die tatsächlich dann am Freitag anfangen. Bei PepsiCo wird tatsächlich ja so ein bisschen die schwache Konjunktur und die schwache Konsumlaune erwartet. Das Unternehmen erwartet einen leichten Anstieg des Umsatzes und Gewinnes. Analysten sind da tatsächlich ein bisschen pessimistischer. Es werden spannende Quartals sein. Wir sehen das charttechnisch natürlich auch interessante Bedingungen, die wir hier haben. Wir sehen hier den Trendkanal, wir sehen den Ausbruch, langfristig aber trotzdem einen positiven Trend. Delta hatten wir ja gerade schon gesehen, die Fluggesellschaft, ja, schwebt immer noch unter den Corona-Tiefs. Es werden tatsächlich ja, schwache Zahlen erwartet, besonders auch aus dem IT-Ausfall, den wir gesehen haben von CrowdStrike. Das Unternehmen bemisst den Schaden auf knapp 500 Millionen, der dort entstanden sein könnte. Es wird ganz interessant zu sehen, wie das Unternehmen dann darauf reagiert und wie besonders dann auch am Ende CrowdStrike reagiert. Zu guter Letzt, JP Morgan Chase, die größte Bank in den USA und die größte Privatbank überhaupt global. Ja, langfristig positiver Aufwärtstrend, zuletzt kam es leicht zurück. Wir haben positive Erwartungen der Analysten, positive Erwartungen des Unternehmens, natürlich einen leicht gewechselten Umsatz. Umsatzmix, die Zinsen sind ja tatsächlich runtergegangen. Das heißt, das zinssensible Geschäft wird dort wieder schwächeln. Auf der anderen Seite werden wir wahrscheinlich sehen, und das Unternehmen und Analysten erwarten tatsächlich, dass besonders die M&A-Gesellschaften, das heißt die Merger and Acquisitions, das heißt die Übernahmen und die Firmenverbindung dann doch wieder anziehen werden. Ja, haben wir es fast genau geschafft. Hier noch einmal die Termine. Genau, sehen wir auch noch mal die Wirtschaftsdaten. Ja, wir sind ein bisschen in Eile. Genau, Donnerstag werfen wir einen Blick auf Commerzbank, UniCredit, die Übernahme. Dann haben wir um 16:45 Uhr am Donnerstag die Quartalszahl und den Depot-Rückblick zu unseren Depots, Core Satellite und Dividend Growth. Ihr erinnert euch. Und nächste Woche sehen wir uns wieder im Market Roundup. Ich freue mich. Vielen Dank, Tom. Vielen Dank an dich, Luca. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.